Das sind alle Bean-Busel-Bohnen. Peace, Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin. Ich bin Kevin. Und heute gibt's die Bean-Busel-Challenge. Yes. Extrem, wie ihr seht, ganz viele Bohnen am Start. Ja, eigentlich nicht wirklich eine Challenge. Und zwar werden wir jetzt heute probieren, alle Bean-Busel-Bohnen in den Mixer zu tun und zu probieren. Ihr wisst, das heißt 10.000 verbaute Eier, ja. Windeln, alles. Ja, wir werden das halt mixen am Schluss und trinken. Aber davor spielen wir erstmal ein Spiel, wenn es interessant wird. Und zwar werden wir, jeder von uns, würde ich sagen, dreht 10 Mal. 10 Mal. Und diese 10, die wir dann auswählen, die Bonbons, die kommen dann hier in diesen in die Tasse rein. Ja. Und die werden wir dann zuerst probieren. Dass wir uns quasi warm trinken. Genau, jeder kriegt halt 10 Bohnen, die muss er mixen und selber trinken. Ja, das wird dann halb so eklig. Genau, es könnte gut sein oder auch schlecht. Ich denke mal eher schlecht. Und damit wir auch am Ende garantiert alle Ekligen erwischen, kommen alle hier. Alle hier rein, aber nur einer muss das trinken. Dann machen wir doch eine kleine Challenge und nur einer muss das komplette Getränk trinken. Boah. Ja? Ja, okay. Für die, die es nicht kennen, Bean Boozled, es gibt halt verschiedene Bohnen, zum Beispiel braun. Eins könnte Schokopudding sein oder Hundefutter. Dann gibt es noch zum Beispiel, es gibt zum Beispiel das Orangene, das könnte Pfirsich sein oder Kotze. Ekelhaft, ey. Richtig ekelhaft. Und ja, wir spielen jetzt erstmal die 10 Runden, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Ja. Sagen. Let's go. Das hier erstmal alles zur Seite. So. Erstmal wird gespielt. Genau. In die Tassen tun wir mal unsere Bohnen. Ja, machen wir Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfängt. Ja, genau, warte. Schnick, Schnack, Schnuck. Bam, du fängst an. Okay, 10 Runden, ne? Ja. Blau, oder? Ja, ja okay, blau. Einmal hier in die Taste rein. Das könnte blau sein, warte. Blaue Beere oder Zahnpasta, das ist nicht schlimm, das ist nicht okay, schlimm. Das geht doch. Ja, zack, ich bin... Let's go. So, ich bin dran. Grün. Grün. Warte, welches Grün? Ah, es gibt verschiedene Grüns. Ist das, ich würde sagen, das ist ziemlich viel, das ist Neongrün, das ist Neon. Nee, oh, mit, nee Punkten. Mit Punkten. Das hier. Was könnte das sein? Pfirsich oder Purpel? Okay. Miam. Zweite Runde, Jens. Ja. Du bist dran. Mhm. Oh, auch das? Mit Punkten. Mit Punkten wieder. Pfirsich oder Purpel? Ihr wisst Bescheid. Für mich zweite Runde. Oh nein. Kotze, Digga, oder? Nein. Hier, Tutti Frutti oder Stinkesocken. Guten Appetit. Das hier, ne? Rein da. Ganz grün. Neongrün. Ja, neongrün. Das könnte sein. Der Limette oder Gras. Okay. Du hast noch ganz gute Sorten eigentlich. Eigentlich geht das nicht. Jetzt. Keine richtig schlechte. Das ist okay. So, meine dritte Runde. Oh nein! Erbrochen ist, Digga. Pfirsich oder Kotze? Alter, das ist ekelhaft. Oh mein Gott, das ist das hier, ne? Ja, dein Tester hat echt schmackhaft, glaube ich. Alter, meiner ist jetzt schon mal verkackt. Warte. Oh shit. Ah ja, Stinkesocken oder Tutti Frutti. Oh. Schon wieder Orange. Kotze oder Pfirsich? Oh nein. Boah. Junge, Pfirsich. Orange. Pfirsich oder Kotze? Oh, blau, mal was Erfrischendes. Beere oder Zahnpasta? Ja. Sechste Runde. Was ist das? Um genau die Mitte. Genau die Mitte wieder. Schon ja, wieder genau die Mitte. Hä? Ah, genau. Digga. Ey, das gibt's nicht. Schon wieder genau Junge, die Mitte. Nein. Alter, warte. Ey. Willst du schon wieder, Alter? Ja, jetzt aber. Tutti Frutti oder Stinkesocken. Oh Mann, ey. Sechste Runde für dich. Grün, Neongrün. Gras oder Limette? Okay, jetzt blau. Ja. Das war Zahnpasta oder Beere. Siebte Runde für dich. Braun. Okay, das heißt. Hundefutter oder Schokolade. Achte Runde.
Ja, das ist eher das hellgelbe, ne? Ja. Oh, verrottetes Ei oder Popcorn? Oder Popcorn. Oh mein Gott. Boah, ey, scheiße. Rein damit. Braun wieder Hundefutter oder Schokolade. Mhm. Oh. Neunte Runde jetzt. Dass er weiß, Babywindel oder Kokosnuss? Ja. Oh, Kokosnuss lecker. Nice. Neunte Runde für dich, Marvin. Neunte Runde. Oh. Pfirsich oder Kotze? Alter. Das sieht schon aus wie Kotze. Das wird richtig lecker werden. Die letzte Runde. Zehnte Runde. Und die letzte. Ich würde eher sagen. Ja, grün. Ja, grün. Muss ich zugeben. Mit Punkten. Das war Popel oder. Oder Gras. Ja. Marvin, viel Glück dir. Zehnte Runde. Boah, nein. Komplett Pfirsich. Ich hab alles voller Pfirsich. Junge, du wirst so viele erbrochen. Hier drin. Pfirsich. Das ist nicht, ne? Alter. Jo. Leute. Jeder hat seine 10. Marvin zum Start. Und. Meine? Das wird lecker werden, hoffentlich. Ja. Okay. So Leute, die kleben ja richtig. Ich tu meine jetzt hier rein alle. Oder wer zuerst? Ist egal. Okay, ich fang an. Klebt noch einer? Ja, alle drin. Alle drin. So, jetzt ein bisschen Wasser, das musst du mixen. Dann kannst du es wieder in deine Tasse tun. Und dann? Das mache ich gleich auch und dann trinken wir gleichzeitig. Bisschen Wasser. Jo. Und let's go. Alter. Was war jetzt? Ist kaputt oder was? Ist der kaputt? Digga, ist das ernsthaft? Mach doch noch ein paar Bonbons. Wie kann ich... Der Deckel ist abgesprungen. Ach so, das schon mal? Ja. Ganz kaputt gehen die nicht, die sind jetzt einigermaßen. Aber trotzdem hat man eklige Brühe. Das sieht schon richtig verfärbt aus. So, das kannst du dir schon mal einschenken. Wir nehmen dann entsprechend mit den Dingern noch drin. Kannst gerne riechen. Boah, guck mal, der Dampf. Oh mein Gott. Das riecht noch. Boah. Boah! Alter! Dieser Dampf! Ja. Ey Leute, macht das nach. Nix die Dinger und riecht da dran, da wisst ihr, was ich mach das nicht, lach lieber. Boah, Leute, das ist so eine eklige Brühe. Guck euch das an. Ja. Das ist einfach gelblich und so. Boah, rein damit, ne? Ey, aber da ist echt kein Bonbon mehr richtig, ne? Boah, doch. Doch. Alles rein, aber Boah. Ich bin dran. Ja. Und kleben noch zwei. Noch eins. So, Tasse leer. Wasser. Man riecht schon ein bisschen. Boah. Bei mir ist das Orangene. Bei mir war noch fast eine Orangene drin. Das ist jetzt so eine Kotztruhe eventuell, ne? Boah, das ist abartig, ne? Riech mal. Boah. Digga, niemals. Oh Gott. Das ist flüssige Kotze. Oh mein Gott. Leute, flüssige Kotze, das ist ja richtig zum Kotzen, ey. Rein damit. Yeah. Ja, muss ich sogar sagen, obwohl Marvin das vor sich hat, das kann man gar nicht mehr verantworten, Alter. Boah. Digga, das ist nicht mehr normal. Wir wollen auch das ganze Ding nachher mixen. Das ist nicht normal. Davon müssen wir jetzt trinken. Boah, guck mal. Alter. Ja, Digga, das riecht bis hierhin. Ich hab es nur noch in der Nase, ne? Der Mixer ist schon beiseite. Ja, dieser... Jeder einen kleinen Schluck. Okay, da sind nur so weiße Punkte noch drin. Jeder einen kleinen Schluck. Ja, go. Okay. Ist bereit? Wieder ein Schluck? Ja. Das sieht jetzt abartig aus. Komm. 3, 2, 1. Hast du genau? Ja. Und? Was machst du? Geh mal weg, Alter. Sorry. Geh mal weg. Sorry. Ich schreit weg. Geh mal weg. War mal richtig ekelhaft, ne? Oh, ekelhaft, ne? Junge, das ist das ekligste. Also. Oh, ey.
Ja, schütt das mal weg. Wir müssen jetzt alles trinken. Wie, was? Wir müssen jetzt alles zusammen mixen und trinken. Alles zusammen mixen, ne? Ja, das hier weg jetzt. Ja, so, zweite Runde. Ja, es ist eigentlich unmöglich, das jetzt noch zu machen, nachdem man so einen Ekel hat. Ich kann davon nichts trinken, Mann. Ich auch nicht. Aber wer trinkt? Oder müssen beide trinken? Wir haben ja gesagt, wir machen eine Challenge und der eine muss trinken. Wer soll das jetzt trinken? Egal, wir füllen die erstmal alle in eine Schüssel, ja, eins und dann in den Mixer rein. Wir holen erstmal alle Packungen. Das ist alles, was wir haben. Warte. Als erstes die Spiele. Ah ja, genau. Zack. Oh, das ist krassig. Ja. Riech mal eine Packung kurz. Come on. Das sind sogar schwarze. Das sind schwarze. Hä? Das ist neu. Hab ich neue. Steht noch nicht dort? Oh, da steht das. Oh, neu. Was steht da? Es gibt einmal Lakritze oder Stinktier-Spray. Boah. Das sind noch mehr neue. Schimmliger Käse. Und Fisch. Toter Fisch. Boah. Toter Fisch und noch was. Und verdorbene Milch. Verdorbene Milch. Alter. Oh mein Gott. Neue Sorten, Leute. Ey, wir sind noch mehr am Arsch, ne? Oh mein Gott. Ey, jetzt ist wieder mal. Boah, ey. Ey Leute, das ist so eklig. Ich kann die Teile nicht mehr sehen. Ja, das, ey, ich glaube, nach diesem Video sind wir durch mit den Dingern. So, das sind alle Bohnen. Verdammt, boah, die stinken. Ich halte das nicht mehr aus. Wenn ihr das riechen könnt, wir werden alle weggeflogen und könntet nichts mehr essen die ganze Zeit. So, die kommen jetzt alle. Ey, wie soll das gleich enden im Mixer, frag ich mich, ne? Was ist das dann gleich für eine Farbe? Experiment. Ich hab das eh was gemacht. Das sind alle Bean-Boozle-Bohnen mit allen neuen gemixt. Alter! Rein damit! Oh, wow! Scheiß auf die anderen, ach, die auf dem Boden. Du Heilige. Warte, wir müssen die wegräumen, sonst ist Rocky die noch. Ah ja, nicht, dass der dann... Bean-Boozle! Oh yeah, oh yeah. So. Ich frage mich jetzt, ob der Mixer kaputt gehen wird. Ich weiß auch nicht, was passieren wird. Ob sie sich überhaupt mixen lassen, weiß ich gar nicht. Schön bis oben hin, weiter. Ja. Sollte reichen. Ja, müsste reichen an Wasser. Ich bin gespannt. Das wird so eine eklige Suppe werden, ey. 3, 2, 1, go! Gerochen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, Digga, ich riech das auch. Wir sind alle da unten jetzt. Das ist wie eine sumpfartige Suppe. Boah, das ist nicht mehr normal. Das ist grün geworden. Dunkelgrün, schwarzgrün. Oh, wie so ein Sumpf. Alter. Kanalisation? Ja, Mann. Wie so ein Scheiß. Oh mein Gott, ich muss nochmal. Ey, Digga, ich trau mich nicht zu riechen. Das kann man eigentlich gar nicht machen. Digga, soll er riechen? Riech mal. Ey, soll er beide? Du. Ey, beide. Du hast eben noch ein bisschen abbekommen. Komm. So, 1, 2, 3. Gefährlich, jetzt noch ein Scheiß. Oh. Okay. Okay. Wir müssen es einschütten jetzt. Jetzt mache ich wieder auf, es wird jetzt sehr dramatisch. Das heißt, die ganzen Gase werden wieder freigeschaltet. Guck mal, wie das aussieht, ey. Warte, Digga, abartig. Was soll mal die Kamera kurz, Konsistenz? Oh. Der Tisch sitzt weg. Oh. Leute, das kann man nicht beschreiben, das kann man. Ihr wollt nicht wissen, wie das riecht, ne? Wie sollen wir jetzt probieren? Okay, pass auf. Alter. Okay, wie stellen wir das Ganze jetzt an? Ich weiß nicht. Ich trau mich nicht zu riechen und nicht zu trinken. Ich will nicht, ja. Am besten, komm. Ich kotze. Eins sage ich, danach wird nie wieder ein Video damit kommen. Sorry, Leute, aber es ist zu krank. Ich kotze safe. Ich glaube ich auch. Das ist das Kranke. Du weißt, kotze ist eklig. Komm, wir zählen jetzt von 5 runter. Haben wir? 5. 4. 3, 2, 1, go! Ey, ich kann vielleicht tagelang nichts mehr essen, ne?
Ja, Chill-Tage, Alter. Aber heute wird nichts mehr gegessen, auf jeden Fall. Obwohl mein Magen jetzt leer ist. Leute, macht das auf keinen Fall nach. Können wir euch sagen? Oh ja. Müsst ihr nicht nachmachen. Ihr habt es ja gesehen jetzt. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch für mehr so kranke Experimente auf jeden Fall. Ja, da kommt noch mehr so ein kranker Scheiß. Ansonsten könnt ihr uns folgen auf Instagram und Snapchat einmal hier. Marfit und hier Calvin Fitti. Vorkürzer seid ihr auf dem neuesten Stand. Yes. Checkt unser Merch ab, wenn ihr wollt. Erster Link in der Beschreibung. Ansonsten schöne Grüße an It's Emil TV. Du hast die Glocke aktiviert, danke dafür. Wenn ihr auch von uns gegrüßt werden wollt, müsst ihr einfach nur abonnieren. Denkt ihr eben auf die Glocke klicken und dann auf aktivieren und kriegt immer eine neue Nachricht, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Geiler Service. Yes, dann schreibt in die Kommentare, Hashtag Glocke aktivieren. Wir sehen, ihr habt die Glocke aktiviert. Mit ein bisschen Glück bleiben wir schieben wieder an und grüßen euch. Ansonsten würde ich sagen, bis morgen. Ciao.